Worauf kommt es bei einem Foodfoto eigentlich an? Woran sehe ich, ob ein Foodfoto gut ist? Wir machen heute mal eine kleine Zeitreise und ich analysiere ein paar meiner Fotos aus dem Jahr 2017, damit du siehst, worauf es bei guten Foodfotos wirklich ankommt. Hallo zusammen, ich bin Denise, ich bin die Gründerin der Food Lovin' Academy, deiner Online-Akademie für Foodfotografie. Ich fotografiere seit über 8 Jahren Food und heute machen wir mal eine Zeitreise zu meinen Anfängen. Also, let's go. Okay, ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, wann ich dieses Foto gemacht habe. Spannend ist, dieses Foto habe ich gemacht in meinem ersten Studio. Das war eine Einzimmerwohnung, 40 Quadratmeter. Und es war im Erdgeschoss, es war relativ dunkel und ich hatte ein Fenster in Richtung Norden. Das heißt, ich hatte kein direktes Sonnenlicht. Ich weiß noch genau, dass ich dieses Foto da gemacht habe. Aber ich sag mal, das Licht und das Fenster, das war gar nicht das Problem jetzt an dem Foto. Ich sehe da so ein paar andere Themen. Was mir sofort ins Auge springt und was ich wahnsinnig störend finde, sind diese großen, sehr dominanten, vertikalen Linien im Hintergrund. Das war eine Holzplatte, also eigentlich ein Holzuntergrund mit mehreren Holzstreben, den ich in den Hintergrund gestellt habe. Ist ja grundsätzlich keine falsche Idee, einen Untergrund auch als Hintergrund zu verwenden, aber dieser Untergrund mit diesen extremen schwarzen Lücken war jetzt vielleicht nicht die beste Wahl. Das würde ich auf jeden Fall umgehen. Das Zweite, was mir auffällt hier, ist, das Food sieht nicht lecker aus. Da muss ich jetzt ja mal echt ehrlich zu mir sein. Das Rezept war, das waren fluffige Haferflocken-Pancakes mit Aronia-Quark. Das war ein Rezept, das ich für meinen Foodblog Foodlovin' geschrieben habe. Da lag der Fokus ja auf gesunden Rezepten. Und ich wollte diesem Quark, dieser Quark-Creme durch Aronia, ja, ein Superfood, wollte ich halt diesen Superfood-Touch und auch noch eine besondere Farbe verleihen. Hat nicht funktioniert, würde ich sagen. Also der Quark sieht einfach nicht appetitlich aus, überhaupt nicht lecker. Und auch die Pancakes selber, das ist wieder so ein Fall von, ja, es war echt lecker, aber es kommt auf dem Foto nicht so rüber. Die sehen so ein bisschen matschig aus, die Ränder sind nicht schön gebacken, die Farbe ist nicht schön goldgelb, also Auch das sieht einfach nicht lecker aus tatsächlich. Und in Kombination mit diesem, ich weiß gar nicht, wie ich diese Farbe nennen soll, fliederblauem Quark, nein, funktioniert leider nicht. Mir fällt noch mehr auf, und zwar das Bild kippt. Ich weiß nicht, ob das Bild an sich schief ist oder wie das passiert, aber die beiden Teller, wenn ich hier mal unser Gitter drüber ziehen würde, ich ziehe einfach mal hier gerade dieses Gitter drüber. Man sieht, die sind nicht gerade, die sind irgendwie schief. Also wahrscheinlich war tatsächlich die Kamera schief. Das sieht ganz seltsam aus. Mir fällt noch was auf. Ich gehe hart mit mir ins Gericht. Der Weißabgleich und die Farben sind echt irgendwie daneben. Das war diese Phase von mir, in der ich die Tendenz hatte, meine Bilder immer etwas zu kühl zu bearbeiten. Ja, ich hatte den Weißabgleich immer etwas zu kühl eingestellt und das ist auch hier passiert. Also der Hintergrund und der Untergrund, die sind ja schon nicht mehr weiß, die sind ja schon blau, bläulich. Und das tut dem Foto tatsächlich nicht gut, das tut auch diesem Quark nicht gut. Also da der Weißabgleich gehört deutlich wärmer, damit ja, das Ganze einfach eine gemütliche und warme Frühstücksatmosphäre bekommt, weil so sieht es einfach nur kühl aus. Ja, also das sind so die ersten Dinge, die mir auffallen. Das mit dem Kännchen finde ich ja ganz nett, so ein Action-Shot, das ist super gelungen. Die mehreren Ebenen habe ich durch den Eukalyptuszweig, das ist auch irgendwie ganz okay, aber trotzdem, verbesserungswürdig. Okay, das nächste Foto. Okay, auch das habe ich, mache das gerade mal ein bisschen größer hier, auch das habe ich in meinem ersten Studio gemacht und auch das war meine, ich würde sagen, blaue Phase, denn auch hier ist der Weißabgleich wieder viel zu blau. Also das ist wieder das Erste, was mir auffällt. Das Bild ist wahnsinnig kühl und macht dadurch bei mir keinen Appetit.
Also es wirkt auf mich einfach echt, echt kalt und einfach auch nicht lecker. Weiß abgleich auch hier viel zu kühl, viel zu grau. Und super spannend, was mir in dem Bild auffällt, und das ist jetzt echt spannend. Ich habe dieses Foto, und das sehe ich sofort, mit dem 50mm Objektiv gemacht. Und hier sehen wir nämlich endlich mal diesen Effekt, was passiert, wenn du mit einem 50mm Objektiv zu nah an dein Motiv drangehst. Die Teller verzerren und biegen sich. Ja? Der hintere Teller hier, der kippt nach links. Und der vordere Teller, der sieht aus, als würde er so auf uns zufallen. Und das passiert, wenn du mit einem 50mm Objektiv zu nah dran gehst. Die bessere Wahl hier wäre ein 100mm Objektiv gewesen oder ein Zoom-Objektiv, mit dem ich weiter wegzoomen kann. Aber in diesem Fall war das 50mm Objektiv nicht die richtige Wahl. Ich habe ja auch ein Video zu meinem Lieblingsobjektiv. Da gehe ich nochmal genauer darauf ein, warum ja, das 100mm Objektiv mein Favorite ist. Hier war das 50mm Objektiv definitiv nicht die richtige Wahl. Dafür hätte ich weiter weggehen müssen oder eben ein anderes Objektiv wählen müssen. Ansonsten Foodstyling, ja, ist ganz nett. Was mir auffällt in der Bildbearbeitung, dass der Salat, der Rucola-Salat, der ist viel zu grün. Der ist halt schon neongrün und sieht nicht mehr echt und lecker aus. Also auch der Farbabgleich, die einzelnen Farben stimmen hier irgendwie nicht. Hängt auch ein bisschen mit dem Weißabgleich zusammen, der grundsätzlich einfach zu blau ist. Aber auch das Grün hätte ich mal so ein bisschen, hätte ich mich ein bisschen mehr in die warme Richtung orientieren können. Ja, also das sind wirklich so die Hauptsachen, die mir hier auffallen. Der Weißabgleich wieder, ich nenne es jetzt echt meine blaue Phase, und das 50mm Objektiv. Ja. An dem Foto sieht man wirklich, wie wichtig es ist, das richtige Objektiv für die richtige Perspektive und das richtige Setting zu wählen, weil sonst funktioniert das nicht. Ah, okay, cool. Wir sind immer noch in der blauen Phase. Also das sind ja alles Fotos aus 2017 und ich merke wirklich, dass 2017 einfach die Zeit war, in der ich meine Fotos sehr, sehr kühl bearbeitet habe. Nichtsdestotrotz finde ich dieses Foto schon etwas besser. Das ist auch sehr, sehr gut angekommen, sowohl auf dem Blog als auch auf Pinterest und wurde, glaube ich, auch mal in irgendeiner Zeitschrift veröffentlicht. Also der Lachs hier, der sieht echt lecker aus. Der Lachs sieht richtig lecker aus. Der hat diese knusprigen Ränder, der hat diese rote, intensive Marinade, der macht auf jeden Fall Appetit. Bildkomposition ist hier auch relativ simpel, sage ich mal. Der Fokus liegt voll auf dem Lachs. Wir haben noch drei Schälchen. Wir haben auch ein Schälchen im Anschnitt, was ich immer sehr, sehr gut finde, wenn noch etwas im Anschnitt zu sehen ist. Also das lasse ich jetzt mal so durchgehen, sage ich mal. Was ich nicht durchgehen lasse, ist auch wieder dieser blaue Weißabgleich und das Neongrün. Also da stimmen die Farben auch nicht. Der Weißabgleich ist auch hier zu kühl. Und das Grün, gerade in den Limetten, in den Frühlingszwiebeln und in den Kräutern, ist viel, viel, viel zu grün. Wenn ich jetzt da hingehen würde und das Foto nochmal bearbeiten würde, dann wäre das durchaus ein leckeres, appetitliches Foto. Ja? Also hier sieht man einfach sehr stark, wie viel die Bildbearbeitung ausmacht. Ich sage ja immer, ja, es ist super wichtig, dass man seine Fotos bearbeitet, aber man sollte halt auch wissen, wie. Okay, etwas Süßes, auch mal schön. 2017, die blaue Phase. Finde ich ein schönes Foto. Es ist zu blau, darüber reden wir jetzt nicht mehr. In 2017 habe ich alles zu kühl bearbeitet. Der Weißabgleich ist wieder viel zu blau. Aber der Rest des Fotos, wenn es jetzt etwas wärmer wäre, fände ich durchaus schön. Wir haben die Waffeln, die sehen lecker aus. Ich habe mehrere Ebenen gebaut. Ich habe das Gitter, darauf das Papier, darauf mehrere Waffeln gestapelt. Das ist super. Weil so bekomme ich auch in dieser Vogelperspektive, in dem Topshot, mehrere Ebenen. Also, na, gut gemacht. Ich habe nochmal drei Elemente um das Hauptobjekt arrangiert. Na, hier diesen kleinen Puderzuckerstreuer, das Chiasamenschälchen und das Zitronenschälchen. Und wenn ich jetzt mal hier unseren goldenen Schnitt drüber lege, ja, bin ich auch zufrieden mit, weil das Gitter endet genau mit der unteren Linie. Dass die Waffeln, unser Hauptobjekt, sitzen genau auf dem Schnittpunkt der beiden oberen Linien. Also
Das ist alles nice. Auch das ist ein Foto, das hat eigentlich Potenzial, wenn ich mit der Bildbearbeitung nicht so abgedriftet werde. Nice. Now we're talking. Auch das war 2017. Jetzt lass mich mal... Nee, da war ich noch nicht in meinem großen Studio. Auch dieses Foto habe ich in meinem kleinen 40 Quadratmeter Studio mit Nordfenster gemacht, ohne direktes Licht, ohne viel Licht. Aber ja, finde ich richtig gut. Gefällt mir richtig, richtig gut. Es ist immer noch sehr kühl bearbeitet, ja. Aber das Food selber, die Suppe, ist nicht so kühl. Ja, die Nudeln haben so einen Gelbton, die Möhren haben einen schönen Orangeton und auch das Weiß in den Eiern ist tatsächlich weiß und nicht blau. Also das habe ich da tatsächlich in den Griff bekommen. Und das Food Styling finde ich mega lecker. Also dieser Swirl aus den Nudeln sieht echt lecker aus. Und ich mag auch den Minimalismus, dass da nicht so viel los ist. Ja, dass ich mich getraut habe, die obere Ecke einfach mal freizulassen. Gefällt mir richtig gut. Wir haben drei Elemente. Wir haben den Nudeltopf, die Nudelschale. Dann haben wir noch ein Schälchen mit Sesam, die Frühlingszwiebeln hier an dem Rand. Wir haben ein bisschen Dynamik durch den Löffel und durch die Serviette, die sich da unten so entlang schwingt. Ja, also das gefällt mir tatsächlich gut. Ich würde mal annehmen, das war etwas später im Jahr und ich habe irgendwo zwischen dem Anfang und dem späteren Bild echt eine Entwicklung gemacht. Also gefällt mir gut. Das war Ende 2017 und ich habe endlich meine blaue Phase beendet, würde ich sagen, weil der Weißabgleich ist weiß, der Untergrund ist weiß und ich weiß, dass dieses Foto mega erfolgreich war. Das ging bei Pinterest durch die Decke. Ja, das hatte bei Pinterest Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Aufrufe. Das kam richtig, richtig gut an. Woran liegt das? Warum kam dieses Bild jetzt so gut an? Nummer eins sind einfach die Farben. Ich habe einfach einen Wahnsinnskontrast zwischen dem weißen Untergrund und diesem Pink-Rosé-Drink, das sieht super lecker aus. Das Food-Styling ist gelungen. Ich habe die Gläser ja mit diesem Zuckerrand verziert und auch nochmal so gefrostete Rosmarinzweige in den Drink gesteckt. Das sieht super lecker aus. Es ist minimalistisch. Mein Blick fällt direkt auf das Getränk. Da ist nichts, was mich jetzt irgendwie noch davon ablenkt. Und es sieht einfach total frisch, festlich und lecker aus. Deswegen ist dieses Bild so erfolgreich gewesen. Ich habe am Rand, ja, um diesen Teller herum, habe ich noch so ein bisschen Deko hingelegt, damit da noch was passiert. Aber das ist jetzt nichts, was jetzt groß die Aufmerksamkeit auf sich zieht, sondern die Aufmerksamkeit geht wirklich hier in die Mitte auf unseren Cocktail. Ja, finde ich richtig gut. Und auch an den Kompositionslinien, an der Drittelregel sehen wir wieder, die Platte, auf der die Drinks stehen, endet links mit der Linie, endet unten mit der Linie und auch die Drinks orientieren sich an den Linien der Drittelregel. Das ist einfach auch immer ein Faktor, der ein Foto einfach ansprechend macht, der einfach dabei hilft, dass wir uns ein Foto gerne anschauen. Cool. Also ich muss sagen, 2017 war auf jeden Fall ein Jahr, in dem ich viele Entwicklungen durchgemacht habe. Angefangen von viel zu blauer Bildbearbeitung, der Wahl des falschen Objektivs, fragwürdiger Farbgebung im Food Styling. Daraus habe ich mich dann eben weiterentwickelt hin zu einem Foto, das einen tollen Kontrast hat, einen guten Weißabgleich und das die Kompositionsregeln so einsetzt, dass wir uns das Bild einfach gerne anschauen. Okay, und wenn du dir jetzt auch Fotofeedback zu deinen Fotos wünschst, wenn ich ein Video mit deinen Fotos machen soll, dann schreib mir eine E-Mail an denise@foodlovinacademy.de. Die E-Mail findest du auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Aber nicht beschweren, wenn ich ehrlich bin. Also, worauf kommt es jetzt bei einem wirklich guten Foodfoto an? Das Foto muss erstens technisch einwandfrei sein. Ja, die Schärfe muss an der richtigen Stelle sitzen und nicht irgendwo davor oder dahinter. Und dazu gehören auch Themen wie die Bildkomposition. Zweitens, die Bildbearbeitung ist einfach so ein großer Faktor. Mit der Bildbearbeitung kannst du das Beste, aber auch das Schlechteste aus deinem Foto herausholen. Meine Fotos in 2017 waren wirklich teilweise viel zu blau und wirkten dadurch zu kühl und unappetitlich. Das heißt, mit dem falschen Weißabgleich kannst du aus einem Foto, das eigentlich gut ist, ja, da kannst du sehr viel kaputt machen. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass du gut in der Bildbearbeitung bist und deine Fotos eindrucksvoll und ausdrucksstark bearbeitest.
Und der dritte Punkt, das Food muss natürlich lecker aussehen. Das Foto kann noch so perfekt sein, technisch einwandfrei, im Weißabgleich perfekt, super bearbeitet. Wenn dein Food nicht lecker aussieht, hilft das alles nichts. Ja, denken wir mal an meinen bläulich-lilanen Quark. Das sah einfach nicht lecker aus. Und auch vertrocknete Stellen, verwelkte Salatblätter, all solche Kleinigkeiten lassen dein Food nicht lecker aussehen. Achte drauf, dass es frisch, knackig und appetitlich aussieht, weil sonst hilft alles andere auch nichts. Mir hat's wahnsinnig Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Und wenn du deine Fotos in einem meiner nächsten Videos sehen möchtest, dann schreib mir eine E-Mail und hinterlass mir einen Kommentar, was du von meinen Fotos aus 2017 hältst. Wir starten hiermit. Möchtest du es auch kurz sehen, damit du weißt, wovon ich rede? Okay, okay, sagt der Herr Videograf. Das Food sieht nicht lecker aus und ja, was war das dritte? reicht auch, ja.